ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich bereits schon mein nächstes Video für euch aufnehmen kann. Und ja, freue mich über euer Interesse, über eure Rückfragen, die mich so erreichen. Und ja, genau. Ich freue mich einfach und habe auch gerade sehr viel Freude, euch heute dieses neue Video aufzunehmen und euch ein neues Tool vorzustellen, das Vision Board. Ja, warum mache ich das? Ich habe das Vision Board in einem meiner Posts erwähnt, ich glaube die letzte Woche, ich weiß es nicht mehr genau, und habe viele Fragen von euch dazu bekommen, wie funktioniert das, warum machst du das und wie kann ich das selber machen? Und das möchte ich euch heute ganz einfach in, ja, so kurz wie möglich und kurz und knapp gerne erzählen, damit ihr selber einfach vielleicht euer eigenes Vision Board gestalten könnt. Ein Vision Board, was ist das? Also viele von euch kennen den Begriff Vision aus dem Bereich der Wirtschaft. In Unternehmen ist es ganz üblich, dass man sagt, dass ein Unternehmen eine Vision braucht, eine Mission braucht. Warum? Einfach aus dem Grund, weil man sagt, mit einer Unternehmensvision erleichtert man den Mitarbeitern die Orientierung. Man gibt ihnen ein Leitbild, man gibt ihnen einen Anhaltspunkt, mit dem sie sich identifizieren können und somit eine Verbindung zum Unternehmen, zum Tun und zu den, zur Entwicklung des Unternehmens irgendwie beitragen können. Und ganz ähnlich verhält sich das mit dem Vision Board. Wir machen nichts anderes als das, dass wir unsere Vision, unser Bild, unser Leitbild unseres Lebens, unsere Lebensvision in eine Form bringen. Wir gestalten es, wir erschaffen es, wir visualisieren unser Ziel, unsere Vision von unserem Leben. Warum machen wir es? Einfach aus dem schlichten Grund, je klarer wir unser Ziel kennen, je klarer unser Bild von unseren Herzenswünschen ist, von unserer Sehnsucht ist, je klarer wir unser inneres Bild unserer Zukunft haben, umso einfacher und effizienter und simpler und einfacher gehen wir unseren Weg, um dorthin zu kommen, um an unser Ziel zu kommen. Und wir wollen es uns ja alle einfach machen. Wir wollen uns ja nicht extra irgendwas zu Fleiß in die Wege legen, keine Stolpersteine in den Weg legen. Wir wollen es ja einfach haben, weil wir wollen ja eigentlich Freude am Leben haben und so viel Zeit wie möglich für die schönen Dinge im Leben haben. Und das Vision Board hilft uns halt dabei, unser inneres Bild, das jeder von sich hat, das ist sowieso in uns angelegt, zu visualisieren und zu manifestieren im nächsten Schritt dann. Warum ist das Visualisieren wichtig? Ganz schlicht aus dem Grund würde ich jetzt mal sagen, dass wir nur zu 0,1% unser Tun bewusst steuern. Das heißt, nur 0,1% machen wir bewusst. Alles andere, was wir tun, wie wir reagieren, wie wir antworten, wie wir handeln, gestaltet unser Unterbewusstsein. 99,9% dessen, was wir tun, passiert unterbewusst. Wir laufen auf Autopilot, wir atmen. Du denkst ja nicht drüber nach, ob du atmest. Was fällt mir noch ein? Du weißt zum Beispiel teilweise nicht mehr, ob du die Kaffeemaschine ausgemacht hast oder ob du das Licht beim Auto brennen lassen hast oder ob diese Tür zugesperrt ist. Das passiert, weil wir unterbewusst diese Dinge einfach machen und gar nicht mehr drüber nachdenken, ob wir sie tun oder nicht, weil es einfach so einprogrammiert ist bei uns. Durch das Gestalten dann eines Vision Boards geht es ganz einfach dahin, dass wir sagen, okay, wir shiften bewusst jetzt vom Unterbewussten ins Bewusste. Wir gehen aus diesem Reaktiven
ins Proaktive. Wir fangen an, aktiv zu gestalten. Wir werden Schöpfer dessen, was wir erleben wollen. Ja? Und warum funktioniert das? Es funktioniert aufgrund des Gesetzes der Anziehung. Das heißt, überall dahin, wo wir hin unsere Aufmerksamkeit hinlenken, dahin fließt die Energie. Und dorthin, wo die Energie hinfließt, dort kann etwas entstehen, dort kann etwas wachsen, dort kann etwas Neues ins Leben kommen. Dort werden wir schöpferisch, dort werden wir kreativ, dort fangen wir an zu gestalten und uns das zu machen, was wir sehen wollen. Dort beginnt dann der Zauber, dort beginnt die Magie, dort entsteht dann der Flow, weil wenn wir dann unsere Energie dahin lenken, wo wir sie haben wollen und uns immer wieder daraufhin ausrichten und sagen, okay, ich möchte aber in einem Jahr diesen Marathon laufen, ich möchte Marathonläufer sein und mich darauf fokussiere, werde ich irgendwann anfangen, wenn das in meiner Vision vorhanden ist, dass ich anfange zu trainieren, weil anders werde ich es nicht erreichen. Und unser Unterbewusstsein steuert uns dahingehend. Was kann man noch dazu sagen zum Vision Board? Ich glaube, ich erspare euch lieber sämtliche weiteren Theorien über die Gesetze der Anziehung, über die Quantenphysik, in die es da hineingeht. Das erspare ich euch alles. Wir schauen jetzt einfach mal, wie kann ich für mich mein Vision Board gestalten. Das sind ganz einfache Schritte. Anfangen tust du mit einem Brainstorming. Das heißt, erster Schritt, Brainstorming. Du gehst über all deine Lebensbereiche drüber. Die Lebensbereiche sind zum Beispiel Familie und Freunde, Partnerschaft, Sexualität, Liebe. Das sind Geld und Finanzen, Fitness und Gesundheit, Hobbys, Interesse, Abenteuer, soziales Engagement, alles, was so in diesen Freizeitbereich mit reinfällt. Du gehst alle diese Lebensbereiche durch und machst für dich einfach so ein Brainstorming. Mach ein Mindmap, schreibst die einfach irgendwo auf oder mach's einfach nur für dich. Was möchtest du sehen in deinem Leben? Was möchtest du gestalten? Wie soll dein Leben ausschauen? Was hättest du gerne da drinnen? Möchtest du gerne eine Weltreise machen? Möchtest du gerne eine Familie gründen und Mama von 3 Kindern werden? Hättest du gerne für dich und deinen Mann das Haus am See mit einem schönen Steg raus und einem kleinen Segelboot, was davor liegt? Träume groß, was das betrifft. Bitte, das wäre mir in dem Fall ganz wichtig. Schalte alle diese kleinen Quaxis, Äffchen oder sonst irgendwas, die so auf deiner Schulter sitzen, aus und ignoriere alle diese, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das ist zu groß. Bitte, in dem Fall wirklich, träume so groß, wie du es dir vorstellen kannst. Es ist kein Traum zu groß, es kann nichts nicht realisiert werden. Du kannst alles erschaffen in deinem Leben, was du erschaffen willst. Du musst es dir nur gut visualisieren und ins Leben holen. Nächster Schritt ist, fange an, Materialien zu sammeln. Sammle Zeitschriften, richte dir Buntstifte her, besorge dir einen Keilrahmen, Papier, eine Pinnwand. Hol dir Ideen, schau alle möglichen Posts durch, schau nach Affirmationen, die dir gefallen, suche nach Sprichworten, wie ist dein Lebensmotto, was hättest du da alles gerne in deinem Leben? Sammle all das, richte es dir her, du kannst es entweder ganz spontan machen und schnappst dir die Zeitung vom Wochenende oder du lässt dir dafür Zeit und nimmst dir ein paar Wochen, ein paar Tage Zeit und sammelst es über die Tage hinweg einfach zusammen, um dann das Material verwenden zu können. Der dritte Schritt ist dann, dass du anfängst zu gestalten. Das heißt, jetzt wirklich machst du dir dein Vision Board. Du hast deine Pinnwand, du hast deinen Keilrahmen oder die alte Holztür, die du nicht mehr brauchst. Und fängst an, diese mit den gesammelten Materialien zu bekleben, zu beschreiben, zu streichen, was auch immer dir da einfällt.
Gestalte es so, dass es für dich schön ist, dass du es gerne anschaust, dass du es gerne irgendwo aufhängen möchtest, dass es dir einfach Freude bereitet. Ein Tipp von mir ist, dass du dir dein Vision Board vielleicht in einen Zeitrahmen einteilst. Das heißt, dass du vielleicht dein Vision Board teilst nach dem ersten Jahr, dem dritten Jahr, dem 10. und dem 30. Jahr. Dass du da so eine kleine Unterteilung machst, das hilft manchen ganz viel. Du kannst es auch nach den Lebensbereichen unterteilen und dir für jeden Bereich eine einzelne Ecke aussuchen. Du musst es aber auch nicht machen. Mein Vision Board zum Beispiel ist komplett chaotisch, kreuz und quer, kunterbunt durch, weil ich einfach eher ein chaotischer Mensch bin. Also ich bin nicht so komplett strukturiert und ich mag es gern, wenn es so ein bisschen durcheinander ist, und deswegen ist meins durcheinander. Aber ich weiß halt, dass es vielen hilft, das Klare irgendwie in Bereiche einzuteilen. Und ja, dann einfach hab Freude am Gestalten. Und wenn dein Vision Board fertig ist, kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dann geht es nämlich darum, freue dich. Sei stolz auf dein Vision Board. Schau dir deine Lebensvision an. Wie toll wird dein Leben sein? Tauch so richtig in die Gefühle ein, die du haben wirst, wenn sich all das realisiert hat. Fühl dich rein. Wie fühlt es sich an, wenn du in dem Haus wohnst, das du ausgeschnitten und aufgeklebt hast? Wie fühlt es sich an, wenn du von der Weltreise zurückkommst oder wenn du gerade auf der Weltreise bist? Wie fühlt es sich an, wenn du deinen Traumpartner kennengelernt hast und ihr, keine Ahnung, verliebt, Händchen haltend am Strand euren ersten gemeinsamen Cocktail im Urlaub trinkt? Bau Emotionen auf, fühl hinein in diese Vision und komme in Verbindung mit dem, was du dir wünschst, wonach sich dein Herz sehnt. Ja, feiere einfach. Feiere dein Leben so, wie es ist. Gerne, also ich weiß gar nicht, ob ich das empfehlen darf, aber mach dir ein Gläschen Sekt dazu auf und stoß auf dich an. Stoß auf dich und dein Leben mit an. Und als nächster Schritt ist dann, dass du dein super tolles, mega geniales, super duper Vision Board nimmst und irgendwo in deiner Wohnung aufhängst, wo es präsent ist. Das heißt, am besten an irgendeinem Platz, wo du es jeden Tag, aber gerne auch mehrmals täglich siehst. Und ja, häng es auf, gib ihm Raum, gib ihm den Platz. Und jetzt kommt es, jedes Mal, wenn du bei deinem Vision Board dann wieder vorbeigehst, bedanke dich bei dir. Bedanke dich bei deinem Vision Board, deinem Leben, dass dein Leben genau so wird, wie du es hier dargestellt hast, wie du es dir visualisiert hast. Bedanke dich schon jetzt dafür, dass es genau so oder noch viel besser wahr werden wird, dass es sich realisieren wird. Genau, und das machst du jedes Mal, wenn du an dem Board vorbeikommst. Somit baust du eine Emotion auf und fängst an, dein Unterbewusstsein auf deine Herzenswünsche zu programmieren. Du programmierst dich um. Und durch diese Umprogrammierung, durch dieses kontinuierliche Erinnern in Kombination mit dem Gefühl, das du hast, wenn du in dieser Situation sein wirst, fängst du an, beziehungsweise fängt dein Unterbewusstsein an, dich neu auszurichten. Es fängt an, dich auf diese Vision hin auszurichten, weil es dort den sicheren Hafen vermutet, weil es dich genau dorthin lenken will. Okay, gut, ja, das ist im Grunde genommen mein kleiner Input für dich zum Vision Board. Was kann ich euch noch dazu mit sagen? Ah ja, genau, wenn du möchtest und es realisieren sich so nach und nach die einzelnen Punkte deines Vision Boards für dich, kannst du die Teile gerne entweder austauschen oder du überklebst sie einfach. Das heißt, du lässt einfach die alten Sachen drauf und packst vielleicht etwas Neues drüber oder du tauschst es aus. Du kannst auch gerne das Vision Board jährlich machen.
dass du dir pro Jahr einfach ein Vision Board machst und sagst, okay, für 2020 schaut meine Lebensvision so aus. Für 2021 mache ich mir ein neues. Oder du machst es immer zu deinem Geburtstag. Das ist auch eine ganz wundervolle Idee, finde ich, dass man einfach immer zum Geburtstag einmal über sein Vision Board drüber geht und schaut, wie schaut meine Lebensvision aus? Ist das, was ich gestaltet habe, noch das, was ich möchte, oder muss ich es ein bisschen adaptieren? Was auch noch schön ist, was ich auch wirklich gerne allen Eltern, allen Mamas, allen Papas mit an die Hand geben möchte, ist, gestaltet Vision Boards mit euren Kindern. Ich weiß, dass Kinder das wahnsinnig gerne machen, die haben super tolle Freude dran und sie machen das ja auch aus ihrer Intuition heraus so super instinktiv. Und ich finde es einfach ganz schön, wenn man dann über die Jahre hinweg einfach mit ihnen schauen kann, wie sich ihre Lebensvisionen verändern, wie sich die Berufswünsche ändern und so weiter. Und man kann da einfach die Kleinen schon mit so einer spielerischen Art und Weise vielleicht auch ein bisschen darauf hinausrichten, dass man ihnen mitgibt, dass sie einfach die Gestalter sind, die Schöpfer ihres Lebens sind und selbst in der Hand haben, wo es hingehen soll. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell gesprochen. Ich glaube, es war ein bisschen schnell. Ja, auf jeden Fall, wenn dir der Input gefallen hat, bitte gerne teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Verwandten, deiner Cousine, deiner Oma, Opa, wem auch immer, allen deinen Lieben. Ich freue mich drüber, mach das wirklich sehr gerne. Ich danke dir auf jeden Fall auch von Herzen für den ganzen Support, den ich die letzten Tage und Wochen jetzt schon von euch bekommen habe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dir aber auch vor allem ganz viel Freude beim Gestalten deines Vision Boards und dass du gut in die Verbindung kommst mit dem Gefühl und der Leichtigkeit und der Freude, die entstehen kann, wenn du im Einklang mit deiner Vision bist, wenn du deine Lebenskraft, deine Schöpferkraft ins Leben bringst und zum Gestalten anfängst. Und ja, ich wünsche dir einfach alles Gute. Ich schicke dir eine ganz dicke Herzensumarmung. Alles Liebe, deine Martina.